Meine Damen und Herren, wir sind bei der Besprechung von rotierenden Bezugssystemen und haben gestern ein wenig herumgerechnet, um auf die wesentlichen Ergebnisse zu kommen, wie man nämlich die Beschleunigungen aus der Sicht des einen, des ruhenden, des Inertialsystems und aus der Sicht des anderen, des rotierenden Systems S-Stern darstellen kann. Dabei hat sich gezeigt, dass es doch ein verhältnismäßig komplizierter Zusammenhang ist. Und wir haben dann begonnen, die physikalische Interpretation dazu zu besprechen und haben zunächst einmal gestern sind wir davon ausgegangen, dass der Massenpunkt, den wir betrachten, unbeschleunigt sein soll, relativ zu dem Inertialsystem. Heute wollen wir den, glaube ich, noch interessanteren Fall besprechen, dass der betrachtete Massenpunkt unbeschleunigt ist, relativ zu dem rotierenden System. Das betrifft uns alle hier, wie wir uns hier herinnen befinden, weil wir rotieren mit der rotierenden Erde und im Augenblick sitzen wir da und sind daher auch unbeschleunigt, sogar ruhend, relativ zu der rotierenden Erde. Die entsprechende Beziehung zwischen den Beschleunigungen im Inertialsystem, das ruht, und in dem rotierenden System ist durch diese Beziehung gegeben, die wir gestern hergeleitet hatten. Und das, was ich jetzt vorhin als kompliziert bezeichnet habe, ist dann letzten Endes gar nicht so kompliziert. Es kommt zu diesem Ausdruck für die Beschleunigung relativ gesehen vom rotierenden System, dieser und dieser Term dazu. 2 Omega Kreuz V relativ und Omega Kreuz Omega Kreuz R. Omega, ist Ihnen klar, ist die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Systems relativ zum Inertialsystem. V relativ ist, und das merken Sie sich bitte gut, die Relativgeschwindigkeit des jeweils betrachtenden Objektes, des Massenpunktes, des betrachteten Körpers, relativ zum rotierenden Bezugssystem. Und da kommt dann noch R-Pfeil vor der Ortsvektor, bei dem wir ja schon gestern ausführlich besprochen hatten, dass er dasselbe ist. Ob man sich jetzt im rotierenden oder im nicht rotierenden System befindet, weil wir davon ausgehen, wir wählen, das haben wir am Anfang schon gemacht, die Bezugssysteme so, dass der gemeinsame Ursprung auf der Drehachse liegt. Nur eins bleibt halt dann so und das andere dreht sich dann relativ zu diesem ersten. Und damit hat man also einerseits das Inertialsystem S und das rotierende System S-Stern. Und jetzt gehen wir also davon aus, der Massenpunkt sei unbeschleunigt oder ruht in S-Stern. Rotiert also im Wesentlichen mit diesem System. Ja, das bedeutet aber, dass das D-Stern 2R nach dt² gleich 0 ist. D-Stern 2R nach dt² ist 0, es gibt keine Beschleunigung relativ zum rotierenden System und daraus erhalten wir natürlich dann, wenn man sich das da oben anschaut, dass das d2r nach dt² gleich ist dieses 2 Omega Kreuz V relativ plus Omega Kreuz
Omega Kreuz R. Es ist also so, dass der Beobachter in S-Stern in dieser Situation, wo der Massenpunkt unbeschleunigt ist in S-Stern, keine Gesamtkraft beobachtet, weil ja aus seiner Sicht die Beschleunigung dieses Körpers gleich Null ist oder er kann sogar ruhen oder sich halt gleichförmig, geradlinig relativ zu dem System bewegen. Er beobachtet keine Gesamtkraft. Und wo man aber jetzt sieht, dass das d2r nach dt² ja gleich 2 Omega Kreuz V relativ plus diesen zweiten Ausdruck ist, ist es also notwendig, um diesen Massenpunkt unbeschleunigt in S-Stern zu halten, dass zusätzliche Kräfte angewendet werden, nämlich die Führungskräfte. Also um das zu erreichen, um den Massenpunkt relativ zu S-Stern beschleunigt zu halten, sind also Führungskräfte erforderlich. Das entspricht jetzt im Fall der Translationsbewegung, wenn Sie sich wieder an meinen gläsernen Zug erinnern, den ich Ihnen vor ein paar Tagen als Beispiel genommen habe, als etwas idealisiertes und nicht ganz realistisches Beispiel. Da war die Führungskraft die Kraft des Mitreisenden, mit der er den Koffer halten musste, bei der Beschleunigung des Zuges, dass der Koffer nicht verschwindet neben ihm. Eine eingeprägte Führungskraft, um zu erreichen, dass dieser Körper relativ zu diesem beschleunigten Bezugssystem unbeschleunigt oder sogar in Ruhe bleibt. Jetzt haben wir hier eine analoge Situation, nämlich wir gehen wieder davon aus, der Massenpunkt soll unbeschleunigt sein in S-Stern. Und wir kommen dann eben auf diesen Ausdruck, d2r nach dt² sind diese Ausdrücke. Das heißt, für diese tatsächlich auftretende Beschleunigung aus der Sicht des Inertialsystems, d2r nach dt², nicht d-Stern, sind wieder nach dem Newtonschen Axiom, nach dem zweiten, nach dem Aktionssatz, entsprechende eingeprägte Kräfte erforderlich. Und diese eingeprägten Kräfte sind genau die, die diesen Beschleunigungen entsprechen. Und wir schreiben sie jetzt nicht in Summe auf, sondern getrennt untereinander, so wie sie hier auch getrennt heute aufgelistet sind. Und zwar einerseits die Führungskraft 2m, weil Kraft ist ja Masse mal Beschleunigung, 2m mal Omega Kreuz V relativ, diese Führungskraft, und die ist jetzt gleich minus der gestern erwähnten Trägheitskraft der Corioliskraft in dem System. Mit dieser Führungskraft wird also die Corioliskraft in dem System kompensiert. Es hat sich kein Name für diese Führungskraft eingebürgert. Deswegen schreibe ich ihn auch nicht hin. Deswegen schreibe ich auch nicht hier irgendein Symbol dafür hin, wie man sie nennen kann. Aber die zweite Führungskraft, die hier auch erforderlich ist, die ergibt sich aus diesem Term und die nennen wir die Zentripetalkraft. Und die ist also jetzt wieder Masse mal Beschleunigung, m mal Omega Kreuz, Omega Kreuz R. Und wenn Sie das mit dem gestrigen vergleichen, dann ist das eben gleich minus
der Zentrifugalkraft, die wir gestern als Trägheitskraft eingeführt hatten. Um Ihnen das gut veranschaulichen zu können, insbesondere das mit der Zentripetalkraft, möchte ich noch einmal das Beispiel mit dem Ringelspiel Ihnen vor Augen halten. Gehen wir also wieder davon aus, ein Ringelspiel rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, das haben wir ja vorausgesetzt bei diesen Überlegungen, gleichförmige Rotation. Auf dem Ringelspiel sitze ein Kind auf einem Pferd und bewegt sich nicht relativ zum Ringelspiel. Der Massenpunkt, das ist das Kind, ist unbeschleunigt, in dem Fall sogar ruht es, relativ zu dem rotierenden Ringelspiel S-Stern. Das ist genau die Situation, von der wir hier sprechen. Wenn übrigens dieses Kind eben wirklich sitzt auf dem Pferd und unbewegt ist relativ zum Ringelspiel, dann ist auch seine Relativgeschwindigkeit gleich Null. Dann fällt dieser erste Term hier, beziehungsweise diese Kraft hier weg. Wenn sich ein Körper nicht bewegt, relativ zum rotierenden System, dann tritt keine Corioliskraft auf. Umgekehrt, nur wenn er sich bewegt, relativ zum rotierenden System, dann tritt eine Corioliskraft auf. Würde sich die Erde viel schneller drehen, dann würde ich, wenn ich da jetzt plötzlich da herüber marschiere, ich da irgendwie seitlich wegwandeln. Und das würde uns dann auch gar nicht irgendwie komisch vorkommen, weil das wäre dann eben so. Aber nachdem das so nicht der Fall ist, muss man sich halt feinere Instrumente heranziehen, um das zu zeigen. Und das ist dem Herrn Foucault gelungen mit dem Foucault-Pendel. Aber davon noch ganz kurz später Näheres. Also, wenn dieses Kind da ruhig auf dem Ringelspiel sitzt, dann betrachten wir außerdem noch die Eltern des Kindes, die stehen außen im Inertialsystem und betrachten den ganzen Vorgang und sind also sorgenvoll, dass das Kind nicht runterfällt. Jetzt schauen wir uns an, wie das aus den verschiedenen Sichtweisen ausschaut. Also aus der Sicht des Kindes ist es so, dass es sich anhalten muss, damit es nicht hinausfliegt, weil es spürt die Zentrifugalkraft, die wir gestern schon besprochen hatten, und wendet eine gleich große Gegenkraft an, um eben dieser Zentrifugalkraft gerade Parole zu bieten, sodass dann die Gesamtkraft aus der Sicht des Kindes gleich Null ist. So weit, so klar. Also es gibt für das Kind eine Trägheitskraft, die Zentrifugalkraft, keine zweite Trägheitskraft. Die Corioliskraft tritt nicht auf, weil es bewegt sich nicht relativ zum Ringelspiel. Und es gibt aber außerdem die Muskelkraft des Kindes, mit der es sich am Pferderl festhält, damit es eben nicht durch diese Zentrifugalkraft hinausgeschleudert wird. Und das ist die Zentripetalkraft, die gerade entgegengesetzt gerichtet ist zur Zentrifugalkraft, die ist nach innen gerichtet. Zwei Kräfte, die einander kompensieren, weshalb dieses Kind aus der Sicht des rotierenden Systems in der Ruhe ist und bleibt. Für die Eltern schaut dasselbe Vorgang, wohlgemerkt derselbe Vorgang, nicht nur gleich, sondern wirklich derselbe Vorgang, nun etwas anders aus. Die befinden sich nicht in einem rotierenden System, sondern in einem Inertialsystem. Das heißt, bei denen tritt eine Zentrifugalkraft ja nicht auf. Was sehen Sie also? Sie sehen Ihr Kind auf einer Kreisbahn und wissen, erinnern Sie sich an die Kinematik, damit ein Körper auf einer Kreisbahn gehalten wird, wenn sich also die Geschwindigkeit laufend ändert, gibt es eine Zentripetalbeschleunigung,
die entspricht dieser laufenden Änderung der Geschwindigkeit im Zuge dieser Kreisbahn. Und laut Newton 2 entspricht dieser Zentripetalbeschleunigung eine Zentripetalkraft. Und diese Zentripetalbeschleunigung Omega Kreuz R, die hatten wir auch schon bei der Kinematik erhalten. Diesen Ausdruck kennen Sie schon. Der kommt hier nur wieder heraus, wenn man es eben aus der Sicht dieser rotierenden Bezugssysteme anschaut. Also für die Eltern ist es völlig klar, wenn die das Kind beobachten, die sehen keine Zentrifugalkraft. Die sehen nur die eingeprägte Muskelkraft des Kindes, die dafür sorgt, dass sich das Kind laufend auf einer Kreisbahn bewegt, wofür eben eine solche nach innen gerichtete Zentripetalkraft erforderlich ist. Generell und zusammenfassend möchte ich also sagen, die Trägheitskräfte treten nur in beschleunigten bzw. speziell in rotierenden Bezugssystemen auf. Die eingeprägten Kräfte dagegen, die treten sowohl in den beschleunigten als auch in den unbeschleunigten, also in den Inertialsystemen auf. Und daher ist der entscheidende Unterschied: Eine Trägheitskraft kann generell durch Übergang auf ein Inertialsystem zum Verschwinden gebracht werden. Eine eingeprägte Kraft hingegen ist gleichermaßen wirksam, ob sie sich in einem Inertialsystem oder in einem irgendwie beschleunigten oder rotierenden Bezugssystem befinden. Das ist der entscheidende Unterschied und ich hoffe, Sie haben auch gesehen, anhand dieser Beispiele, die wir durchgerechnet haben, dass diese Trägheitskräfte durchaus nützlich sind zur Beschreibung der Vorgänge in diesen rotierenden oder auch beschleunigten Bezugssystemen. Ich möchte vielleicht noch zum Abschluss sagen, was die Zentrifugalkraft betrifft. Die betrifft uns auf der Erde relativ wenig. Man kann sich ausrechnen, wie stark die Zentrifugalkraft ist, die auf jeden von uns wirkt. Es ist ein kleiner Bruchteil der Gewichtskraft, fällt also nicht wirklich ins Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man sich weiter wegbewegt von der Erde, dann wird die Gravitationskraft geringer und die Zentrifugalkraft größer und dadurch ergibt es einmal einen Punkt, wo das dann zusammenfällt und das ist bei den geostationären Satelliten der Fall. Also ein wichtiger Anwendungspunkt sind die geostationären Satelliten. Und da zeigt sich, wenn man das eben durchrechnet unter Verwendung des Newtonschen Gravitationsgesetzes, dass die, der Bahnradius des Satelliten im Verhältnis zum Erdradius gleich 6,6 circa ist. Also die sind ganz schön weit draußen, wenn das die Erde ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann irgendwo da heraus, im tiefen Weltraum, kreisen die geostationären Satelliten. Natürlich, damit sie wirklich schön stationär sind, müssen sie dann in der Äquatorebene der Erde kreisen. Und während sich die dreht, bewegen sich die Satelliten mit, sodass aus unserer Sicht die immer an derselben Stelle stehen. Dass man dann trotzdem aus so großen Distanzen dann so schön Satellitenfern sehen kann und verschiedene andere Goodies wie Telekommunikation, zeigt nur, wie weit fortgeschritten die Telekommunikationstechnik ist. Aber näher geht das nicht, weil sonst funktioniert das mit der Geostationarität nicht. Da hat man keine Wahl, da braucht man diesen Abstand. Und vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, die Corioliskraft, die ja eben dazu führt, dass wenn man sich relativ zu einem rotierenden System wie dem der Erde bewegt, dass es dann eine querabweisende Kraft gibt,
die zeigt sich einerseits beim berühmten Foucault-Pendel, das die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich in den Methoden gesehen hatten. Da ist es eben so, dass dieser Pendelkörper, wenn er sich bewegt, aufgrund dieser Bewegung jeweils seitlich ein wenig abgelenkt wird. Beim Rückbewegen wieder in die Richtung, immer noch rechts auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel nach links, am Äquator gar nicht. An den Polen am meisten, aber dort ist es also meistens sehr unwirtlich. Also dort fährt man ja dann meistens nicht hin, um das zu untersuchen. Und diese Corioliskraft reicht also aus bei entsprechend gut gelagertem Pendel, dass man die Änderung der Pendelebene über eine gewisse Zeit durchaus beobachten kann. Aber abgesehen von derartigen Experimenten gibt es also durchaus sehr wesentliche Dinge, die insbesondere die Meteorologinnen und Meteorologen hier im Hörsaal wahrscheinlich kennen. Die Passatwinde auf der Erde werden durch die Corioliskraft hervorgerufen und ebenso die Wirbel rund um Hoch- und Tiefdruckgebiete. Wenn Sie sich die Wetterkarte heute abends in den Nachrichten anschauen, dann beobachten Sie das einmal rund um die Hochdruckgebiete. Hier auf der Nordhalbkugel bilden sich Wirbel im Uhrzeigersinn und rund um Tiefdruckgebiete Wirbel im Gegenuhrzeigersinn. Weil wenn Sie ein Hochdruckgebiet haben, fließt ständig nach außen Luft ab von diesem Hochdruckgebiet und durch diese Rechtsabweisung, wie beim Foucault-Pendel, bedeutet das dann eine entsprechende Uhrzeigersinnwirbelbildung. Und umgekehrt bei Tiefdruckgebieten, wo Luft zufließt, und dann haben Sie den umgekehrten Effekt. Also das sind schon Effekte, die durchaus von Bedeutung sind. So viel wollte ich also zur Corioliskraft und zur Zentrifugalkraft noch sagen. Und damit beenden wir dieses Kapitel über die bewegten Bezugssysteme. Und werden im nächsten Kapitel jetzt gleich Gebrauch davon machen. Im Kapitel 5 reden wir von Stoß und Streuung. Ein wichtiges Kapitel in der Physik, weil Streuvorgänge ganz wichtig sind zur Untersuchung von Strukturen weit unterhalb der Sichtbarkeit, also weit unterhalb der optischen Sichtbarkeit, die uns typischerweise zur Verfügung steht. Also wenn es um die Strukturen von Atomen und von Atomkernen geht, dann kann man meistens nur mit Hilfe von Streuexperimenten, indem man Teilchen auf diese Kerne schießt, strukturelle Informationen über diese Systeme gewinnen. So hat zum Beispiel Rutherford im Jahr 1911 erstmals die Struktur eines Atoms und die Existenz eines Atomkerns nachweisen können durch Streuung von Alpha-Teilchen an den Goldatomen einer Goldfolie. Und auch heute mit Hochenergieexperimenten, wo man die Struktur verschiedener Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen untersuchen möchte, ist also gang und gäbe, Streuexperimente durchzuführen. Daher wollen wir ein wenig über Streuvorgänge lernen. Und da schauen wir uns aber natürlich Systeme an, die auch im Rahmen der klassischen Physik beschreibbar sind und nicht Systeme mit sehr hohen Geschwindigkeiten und Energien, weil dort treten dann relativistische Effekte auf. Das ändert dann natürlich das Bild, aber trotzdem ist es nützlich, zunächst einmal die Basis aufgrund der klassischen Mechanik zu schaffen und anschließend in späteren Semestern lernen Sie dann Näheres über die relativistischen Stöße. Also wir betrachten hier im Bereich der klassischen Mechanik zwei Massenpunkte oder Teilchen. Das können auch Billardkugeln zum Beispiel sein,
die sich in einem zweidimensionalen Bereich bewegen. Aber generell wollen wir es also dreidimensional betrachten. Und wesentlich jetzt, meine Damen und Herren, ist, dass diese zwei Massenpunkte nur in einem relativ begrenzten Bereich nennenswert miteinander wechselwirken. Mechanisch lässt sich das dadurch realisieren, dass die zum Beispiel nur wechselwirken, wenn sie kollidieren. Dann fliegen sie wieder auseinander und wechselwirken nicht mehr. Oder es sind zum Beispiel magnetische Teilchen, wo die magnetische Einfluss sehr bald vernachlässigbar wird, wenn die Teilchen weit genug weg sind oder was auch immer Sie sich vorstellen wollen. Also, es gibt einen Bereich der Wechselwirkung, einen begrenzten Wechselwirkungsbereich. Annahme, begrenzter Wechselwirkungsbereich. Eines dieser beiden Teilchen möge auf das andere einfallen. So nennen wir eins das einfallende Teilchen. Das andere ist das Teilchen, auf das dieses Teilchen hinzielt. Das ist daher das Target-Teilchen. Das hat sich so in der Physik eingebürgert. Das einfallende Teilchen kriegt bei den es beschreibenden Größen einen Strich, wird mit 1 bezeichnet, das Target-Teilchen mit 2. Und die Bedingungen vor dem Stoß kriegen einen Strich und die Bedingungen nach dem Stoß kriegen 2 Striche. Wenn wir also jetzt da zum Beispiel hier ein einfallendes und hier ein Target-Teilchen haben, dann haben wir hier die Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens, V1 Pfeil, vor dem Stoß. Und da haben wir V1 Pfeil nach dem Stoß. Da haben wir V2 Pfeil vor dem Stoß, V2 Pfeil nach dem Stoß. Einfallendes Teilchen, Target-Teilchen. Gesehen in einem beliebigen Bezugssystem. Und in dem Bereich hier, nehmen wir an, ist der Wechselwirkungsbereich. Außerhalb dieses Bereiches gibt es keine Wechselwirkung und sonst sollen keine äußeren Kräfte wirken und dementsprechend werden sich außerhalb die Teilchen alle geradlinig und unbeschleunigt bewegen. Nur wenn sie einander genügend nahe kommen, kommt es zu einer nennenswerten Wechselwirkungskraft und damit dann zu entsprechenden Beschleunigungen. Hier ist sichtlich angenommen, dass es sich um eine abstoßende Wechselwirkung handelt. Die mögen einander nicht und fliegen wieder auseinander. Naja, also einige kleine Bezeichnungen möchte ich hier einführen. Zu einem gewissen Zeitpunkt wird vielleicht das Teilchen gerade hier sein. Es habe die Masse M2. Das andere, das einfallende Teilchen, hat die Masse 1 und ist zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade hier. Und der Verbindungsvektor vom Target-Teilchen zum einfallenden Teilchen, den nennen wir R12 Pfeil. Das ist der Relativvektor, der diese beiden Teilchen jeweils verbindet. Wenn die von weit weg einmal kommen, ist der entgegengerichtet, dann schwenkt er so herum und wenn die wieder auseinander, also die kommen so, da kommt so der Relativvektor, dann fliegen die auseinander und dann wird er wieder eine entsprechend andere Richtung haben, je nachdem, wie sich das heute ergibt. Eine wichtige Größe möchte ich hier auch noch nennen, den sogenannten Streuwinkel. Das sollten Sie sich wirklich gut merken. Da betrachten wir den Winkel der Bewegungsrichtung nur des einfallenden Teilchens vor und nach dem Stoß. Dieser Winkel
ist der Streuwinkel, den wir generell als Theta bezeichnen. Und zwar Theta 1, weil er sich eben auf das einfallende Teilchen, das wir mit 1 bezeichnet haben, bezieht. Theta 1 ist der Streuwinkel. Also der beschreibt die Richtungsänderung des einfallenden Teilchens vor und nach dem Stoß, hat aber mit der Richtung des Target-Teilchens nicht unmittelbar etwas zu tun. Oft wird die Verwechslung gemacht, der Winkel zwischen diesen beiden Richtungen sei der Streuwinkel. Der Winkel zwischen den Richtungen der Bewegung des einfallenden und des Target-Teilchens nach dem Stoß, das sei der Streuwinkel. So wird der nicht definiert, sondern es geht um die Größe der Richtungsänderung einfach des einfallenden Teilchens. Dieser Streuwinkel ist für die Beschreibung von den Streuvorgängen natürlich von großer Bedeutung. Aber so wie die Situation sich hier darstellt, ist das nicht sonderlich übersichtlich. Außerdem ist eigentlich gar nicht klar, worin sich jetzt grundsätzlich und qualitativ das einfallende Teilchen da vom Target-Teilchen überhaupt unterscheidet. Um diese Unterscheidung klar zu machen, wollen wir jetzt spezielle Bezugssysteme wählen. Und Sie werden gleich sehen, wie wichtig es ist, die passenden Bezugssysteme zu wählen. Und jetzt wissen wir schon ein bisschen was über verschiedene Bezugssysteme, deswegen können wir das also ohne Probleme auch machen. Wir wählen also spezielle Bezugssysteme. Zwei unterschiedliche werden wir wählen, die man nehmen kann, damit die Sache möglichst übersichtlich ist. Das eine Bezugssystem, das wir betrachten wollen, ist das Laborsystem. Ich möchte bei der Gelegenheit gleich darauf hinweisen, der eigentliche Vorgang der Streuung, die wir da hier betrachten, der ist davon natürlich völlig unbeeinflusst. Es handelt sich um ein und denselben Streuvorgang, so wie ich ihn hier da so grob skizziert habe, aus der Sicht unterschiedlicher Bezugssysteme. Solcher Bezugssysteme, die heute es gestatten, diesen Streuvorgang möglichst einfach darzustellen und übersichtlich. Das Laborsystem ist einfach dadurch festgelegt, dass das Target, so wie es sich ja für ein Ziel eigentlich gehört, für eine Zielscheibe zum Beispiel, vor dem Stoß in Ruhe sich befindet. Natürlich nach dem Stoß kann schon passieren, dass davon fliegt, ne? Wenn die Zielscheibe nicht sehr gut befestigt ist, dann wird sie möglicherweise, wenn sie ziemlich brutal draufschießen, in irgendeiner Richtung davonfliegen. Oder auf dem Billardtisch eine Kugel ruht, sie schießen mit der anderen drauf, das Target ruht vor dem Stoß, nachher fliegen beide auseinander. Also die Festlegung ist, V2-Pfeil-Strich ist gleich 0. V2-Pfeil-Strich ist gleich 0. Und zwar ist das eben die Geschwindigkeit vor dem Stoß. Nun bewegen sich die Teilchen ja vor dem Stoß, also außerhalb des Wechselwirkungsbereiches, geradlinig gleichförmig. Das heißt, dieses Laborsystem wird ein Inertialsystem sein. Bitte. Das heißt, Sie tun den Impuls vom V2 zum V1 dazu, oder? Ich wähle einfach ein anderes Bezugssystem. Dadurch ergeben sich auch andere Impulse. Weil die Impulse hängen ja davon ab, auf welches Bezugssystem man sich bezieht. Die Frage war, wohin der Impuls jetzt kommt, den man dem V2-Strich wegnimmt. Naja,
es ist eben so, der Impuls eines Körpers hängt davon ab, in welchem Bezugssystem man ihn betrachtet. In einem Bezugssystem kann ein Körper sich in Ruhe befinden, dort hat der Impuls null. Wenn ich den gleichen, sogar denselben Körper aus der Sicht eines bewegten Bezugssystems anschaue, dann wird er sich relativ zu diesem bewegten System auch bewegen und hat dann einen Impuls. Eine Erhaltung in dem Sinn ist ja da nicht gegeben, die bezieht sich nur darauf, wenn Sie alles in ein und demselben System betrachten. Wenn Sie unterschiedliche Bewegungszustände des Bezugssystems wählen, dann werden Sie auch unterschiedliche Impulse haben. In jedem der gewählten Bezugssysteme wird für sich der Impulserhaltungssatz gelten, dass die Impulse vorher und nachher übereinstimmen. Aber wie groß diese Impulse sind, hängen davon ab, was für ein Bezugssystem ich wähle. Der Impuls des Target-Teilchens ist vor dem Stoß gleich null, wenn man eben dieses Laborsystem betrachtet. Also worum es geht ist, egal welches Bezugssystem ich wähle, die Impulserhaltung muss gegeben bleiben. Also wenn ich ein System so wähle, dass dieses Target vorher keinen Impuls hat, dann liegt nur der Impuls des einfallenden Teilchens vor. Und der wird sich dann aufteilen auf die Impulse nach dem Stoß in demselben System. Wir betrachten ein Bezugssystem, in dem das Target-Teilchen vor dem Stoß sich in Ruhe befindet. In diesem System hat das Target-Teilchen vor dem Stoß keinen Impuls. Das einfallende Teilchen sehr wohl. Gemäß Impulserhaltung kann man daher ausgehen, dass in demselben Bezugssystem nach dem Stoß die Summe der Impulse gleich dem Impuls des einfallenden Teilchens sein werden. Nehmen Sie ein anderes Bezugssystem, wo dann dieses Target vielleicht eben ja einen Impuls hat, dann müssen Sie beide Impulse addieren und schauen, ob sie nachher wieder zusammenstimmen. Gibt sonst noch irgendwelche Fragen? Will noch irgendjemand herauskommen und irgendwelche Sachen genauer besprechen? Na, jedenfalls haben Sie damit wieder zur Lebendigkeit beigetragen. Okay. Also ich hoffe, dieses Problem, wenn es Ihnen noch nicht klar ist, reden wir nach der Vorlesung noch drüber. Also. Wir betrachten ein und denselben Vorgang, das habe ich eigens betont vorher, aus der Sicht unterschiedlicher Bezugssysteme. Jetzt wählen wir ein Bezugssystem so, wie es auch in der Laborpraxis bei Laborexperimenten oft der Fall ist, meistens der Fall ist, nämlich, dass das Target-Teilchen vor dem Stoß sich in Ruhe befindet. Daher natürlicherweise keinen Impuls hat. Weil Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit null ist, ist auch der Impuls null vor dem Stoß. Und dann betrachten wir den Stoß und schauen an, was passiert. Und das sieht die Situation jetzt folgendermaßen aus. Sie haben also hier zunächst einmal vor dem Stoß Ihr Target-Teilchen. Und es kommt da von links, sagen wir, das zeichnen wir meistens so ein von links, das einfallende Teilchen herein. Das ist also da vielleicht einmal hier zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wir haben also da dann auch entsprechend das V1' jetzt im Laborsystem. Das V2' im Laborsystem, das ist gleich Null. Jetzt läuft dieses Teilchen näher heran. Das irritiert das Target überhaupt nicht. Solange es nicht in den Wechselwirkungsbereich kommt, dann wird es passieren, dass das da so abweicht und da so wieder wegfliegt. Aber jetzt natürlich setzt sich das auch in Bewegung und fliegt da irgendwie herunter weg. Das ist der identische Vorgang.
Aber jetzt, wie Sie sehen, schaut es doch ganz anders aus, aus der Sicht des Laborsystems. Das ist das, was man oft in einem Labor betrachtet. Das ist auch, was der Herr Rutherford betrachtet hat. Das ist das Goldatom in der Goldfolie, das ist das Alpha-Teilchen. Die Bewegung des Goldatoms wird er nicht betrachtet haben, außerdem ist es in dem Gitter der Goldfolie ja verankert. Und hier ist die Bewegung dann des Alpha-Teilchens nach dem Stoß. Also ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Und jetzt möchte ich einmal einzeichnen, was jetzt der Strahlwinkel ist. Ganz generell sagten wir, der Winkel zwischen den Bewegungsrichtungen des einfallenden Teilchens vor und nach dem Stoß, daher haben wir hier den Strahlwinkel Theta 1. Nicht zwischen diesen beiden Richtungen, sondern zwischen der Einfallsrichtung und Ausfallsrichtung des einfallenden Teilchens. Das ist V1-2' im Laborsystem und das ist V2-2' im Laborsystem. Nur V1' ist als Null vorausgesetzt. Hier kann man jetzt eine neue Größe definieren, die wir bisher in dieser allgemeineren Darstellung nicht definieren konnten, nämlich den sogenannten Stoßparameter. Das ist nämlich die Distanz hier. Dieser Stoßparameter wird meistens als B bezeichnet. Die Distanz, um die das einfallende Teilchen in dieser Darstellung quasi das Target verfehlt. Oder anders ausgedrückt, überlegen Sie sich gut, wie man das darstellen kann. Der Normalabstand des Targets vor dem Stoß von der Bewegungsgeraden des einfallenden Teilchens ebenso vor dem Stoß. Das nennen wir B und B ist der Stoßparameter. Das ist das, was den Billardspielern wichtig ist, dass sie den richtigen Stoßparameter finden, damit es dann auch mit den Streuwinkeln sich gut ausgeht und damit sich die Kugeln gut treffen können oder beim Poolbillard gut in das richtige Loch verschwinden. Also das ist es, worum es dann hier geht. Streuwinkel kann man hier schon sehen, Stoßparameter nur hier. Eine weitere wichtige Größe hier, ein weiterer Aspekt, den ich betrachten möchte, ist die Bahn des Schwerpunktes. Nehmen wir einmal an, nur für unsere Beispiele hier, dass die beiden Massen des einen einfallenden und des anderen des Target-Teilchens gleich groß sind. Muss natürlich nicht sein. Wenn es so ist, wird der Schwerpunkt oder genauer genommen der Massenmittelpunkt immer gerade halbwegs zwischen den beiden liegen. Der wird sich also während des ganzen Vorganges auf einer solchen Bahn bewegen. Das ist hier die Bahn des Schwerpunkts. Und zwar gleichförmig, geradlinig, entsprechend dem Erhaltungssatz für den Massenmittelpunktsimpuls. Nachdem keine äußeren Kräfte wirken, ist der Satz hier anwendbar. Der bewegt sich da durch und liegt immer halbwegs zwischen den beiden. Und den Relativvektor können wir auch wieder eintragen. Wenn das gerade in den Wechselwirkungsbereich kommt, wird sich das andere ein Stück bewegt haben. Und das ist der Relativvektor R12-Pfeil, so wie auch hier eingetragen, vom Target hin zum einfallenden Teilchen. Bei diesem Relativvektor sehen Sie also jetzt, dass der sich in einer gewissen Weise verändern wird in seiner Richtung. Zunächst einmal, wenn das einfallende Teilchen noch ganz weit weg ist. Der Wechselwirkungsbereich ist vielleicht nur
einige Nanometer groß. Wenn man jetzt einen Meter weg ist, von dort aus schießt man dann die Alpha-Strahlen da drauf, dann ist das sehr weit weg. Dann ist der Relativvektor praktisch waagrecht in dieser Darstellung. Weil das ist endlos weit weg da. Und das Target liegt da und hat noch keine Ahnung, dass es beschossen werden wird von diesem einfallenden Teilchen. Dann allerdings fängt er da an, sich zu verändern und letzten Endes wieder irgendwie so bleiben dann und sich so weiter bewegen, dieser Relativvektor, wenn die beiden da so auseinanderfliegen. Der kippt um einen gewissen Winkel. Können Sie sich das gut vorstellen? Zuerst ist er waagrecht und nachher ist er irgendwie gekippt und so bleibt er dann. Wenn die wieder den Wechselwirkungsbereich verlassen haben und beide mit konstanter Geschwindigkeit sich auseinander bewegen. Nun zeigt sich, dass diese Darstellung nicht besonders günstig ist, wenn man den Vorgang theoretisch darstellen möchte. Denn da ist es immer am günstigsten bei so einem Zweikörperproblem, und um das handelt es sich ja bei so einem Stoßvorgang, sich in dem Bewegungszustand zu befinden als Beobachter, also in dem Bezugssystem, wo der Massenmittelpunkt in Ruhe ist. Das ist im Allgemeinen nicht das, was im Labor der Fall ist. Aber man kann ja dorthin transformieren. Wir wissen ja, wie man transformiert von einem zu einem anderen Bezugssystem. Wir betrachten also jetzt das Massenmittelpunktsystem. Und um uns hier die Situation klar zu machen, möchte ich kurz aufschreiben, wie der Massenmittelpunktsort definiert ist. Das kennen Sie schon. Ich wiederhole es nur. Das war das gewogene Mittel der Ortsvektoren der beiden Teilchen. Also M1 R1 Pfeil plus M2 R2 Pfeil durch M1 plus M2. Das hatten wir eingeführt schon vor längerem im Zusammenhang mit dem Satz von der Erhaltung des Massenmittelpunktsimpulses. Jetzt können wir, wenn wir also da jetzt insbesondere auf die Bewegung des Massenmittelpunkts Bezug nehmen wollen, einmal anschauen, wie schnell wird er sich denn bewegen? Was wird denn seine Geschwindigkeit sein? Die Geschwindigkeit groß V des Massenmittelpunkts ist einfach die zeitliche Ableitung von dem. Die Massen sind konstant, die Radiusvektoren, die Ortsvektoren leiten wir ab. So haben wir da V1, R1 Punkt, nicht? Plus M2, V2 durch M1 plus M2. Und jetzt wollen wir hier die Annahme machen im Massenmittelpunktsystem. Annahme, dass das Groß V im Massenmittelpunktsystem, nennen wir es Schwerpunktsystem, gleich 0 ist. Na, was bedeutet das? Wenn das gleich 0 sein muss, der Nenner spielt da keine Rolle, dann haben wir damit gleich das M1V1 gleich M2V2 ist. M1V1 plus M2V2 ist 0 oder M1V1 ist minus M2V2. Oder V1 ist gleich minus M2 durch M1 mal V2. Das heißt ganz generell, wird in diesem System es so sein, dass die zwei Geschwindigkeiten des einfallenden Teilchens und des Target-Teilchens immer parallel und immer entgegengesetzt zueinander sind. Denn sonst könnte auch der Schwerpunkt, der Massenmittelpunkt, ja gar nicht in Ruhe bleiben. In dem Fall allerdings ist es natürlich jetzt so, dass das
Target vor dem Stoß nicht in Ruhe sein kann. Denn jetzt bewegen wir uns ja mit diesem gleichförmig bewegten Schwerpunkt hier mit. Und das bedeutet, dass das Target sich entgegenbewegen muss. Also kriegen wir jetzt eine andere konkrete Situation und die möchte ich Ihnen jetzt als nächstes darstellen. Also wie sieht diese selbe physikalische Situation jetzt aus der Sicht des Schwerpunktsystems aus? Zur Sicherheit schreibe ich, damit kein Irrtum entsteht, noch einmal drauf, Schwerpunktsystem. Wieder lassen wir das einfallende Teilchen von links kommen. Da haben wir V1 Pfeilstrich jetzt im Schwerpunktsystem. Und andererseits wird jetzt also dann von rechts mit entgegengesetzter Richtung das Target-Teilchen dahergeflogen kommen. Das hat jetzt V2 Pfeilstrich im Schwerpunktsystem. Beides vor dem Stoß. Mittendrin gibt es da quasi eine Achse und zwischen den beiden jeweils befindet sich an konstanter Position der Schwerpunkt. Naja, und jetzt kommen die aufeinander zu, kommen wieder in den Wechselwirkungsbereich, was sonst, das ist ja derselbe Vorgang, und werden einen solchen Streuvorgang durchführen. Und entsprechend dieses Teilchen hier so. Und wesentlich ist jetzt, dass die jetzt nach dem Stoß wieder diametral laufen müssen. Die Geschwindigkeiten sind ja stets vor, während und nach dem Streuvorgang diametral, parallel und entgegengerichtet. Schauen Sie, das ist wieder eine ganz andere Sicht, wieder desselben Vorganges. Jetzt sind die vorher diametral, nachher diametral. Da läuft also das da hier nach oben weg, da klarerweise. Das ist jetzt V1 Pfeil 2 Strich im Schwerpunktsystem. Und da unten haben wir V2 Pfeil 2 Strich im Schwerpunktsystem. Und da mittendrin ist natürlich der Massenmittelpunkt, der Schwerpunkt. Wieder ist es so, dass wir da, wenn wir irgendwo zwischendrin uns das anschauen, hier von M2 nach M1 den Relativvektor R12 haben. Aber der klappt jetzt anders, als wir es hier gesehen haben. Nämlich lang vor dem Stoß ist er waagerecht, weil die sind weit, weit weg. Während des Stoßes dreht er sich so herum. Nach dem Stoß fliegen die so diametral auseinander. Und wenn sie lang genug warten, wird er dazu parallel liegen, zu dieser Achse da sozusagen. Das heißt, Sie sehen, dass sich der jetzt um einen Winkel dreht, der auch gleichzeitig dem Streuwinkel hier im Schwerpunktsystem entspricht. Theta 1 im Schwerpunktsystem, das nennen wir auch Groß-Theta. Und da oben habe ich vergessen zu schreiben, das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendig, ist mir aber wichtig, dass ich das mache. Hier geht es um den Winkel Theta 1 im Laborsystem. Und Sie werden sich jetzt als nächstes fragen, ja Moment, Moment, das muss ja derselbe Winkel sein. Es ist ja derselbe Vorgang. Daher muss ja dieses Theta 1, der Streuwinkel, Richtungsänderung des einfallenden Teilchens, immer dasselbe sein. Da ist es im Laborsystem, das sieht man jetzt auch nicht sonderlich gut, aber ich hoffe, es ist also für Sie deutlich genug.
Da ist es allgemein, da im Laborsystem und jetzt dort im Schwerpunktsystem, im Massenmittelpunktsystem. Wie kann es sein, dass so ein Schwerpunkt, also ein Streuwinkel in unterschiedlichen Bezugssystemen unterschiedliche Werte haben soll? Dazu ein einfaches Beispiel. Denken Sie an Salzburg an einem windstillen, regnerischen Tag. Sie stehen mit dem Schirm und rund um Sie herum kommen senkrecht nach unten die Regentropfen. Sie bleiben trocken. Es geht ja kein Wind. Und jetzt beginnen Sie sich zu bewegen. Aus Ihrer Sicht kommt der Regen jetzt auf Sie zu und Ihre Füße werden nass. Das heißt, der Winkel, den Sie beobachten, unter dem die Regentropfen herunterkommen, hängt davon ab, in welchem Bewegungszustand Sie sich befinden. Völlig dasselbe trifft hier auch zu. Und das kann ich Ihnen auch noch etwas deutlicher klar machen. Denn wir können uns jetzt Folgendes überlegen. Also einerseits einmal, merken Sie sich das vor, der Winkel, um den dieser Relativvektor kippt, das ist auch gleichzeitig dieser Streuwinkel im Schwerpunktsystem. Also das Theta ist gleich Winkel zwischen den Relativvektoren. Und die Relativvektoren, das ist etwas, was unabhängig vom Bezugssystem ist. Das ist ja einfach der Verbindungsvektor vom einen zum anderen Teilchen. Den habe ich da überall eingetragen. Der ist immer wieder da und das ist nicht vom Bezugssystem abhängig. Auch nicht, um welchen Winkel er sich dreht. Aber er dreht sich dann um einen bestimmten Winkel und das ist der Winkel, der Streuwinkel im Schwerpunktsystem. Dort oben dreht er sich auch um den Winkel, aber der Winkel ist nicht gleich dem Streuwinkel im Laborsystem, wie Sie sich sofort denken können, weil da klappt er nur so weit und bleibt dann so, während die auseinanderfliegen. Hier, wegen der diametralen Bewegung, klappt er genau in die Richtung, in die dann beide Teilchen nach dem Stoß auseinanderfliegen. Können Sie sich das einigermaßen vorstellen? Es handelt sich immer um ein und denselben Streuvorgang. Naja, was kann man jetzt zu diesem Streuwinkel sagen? Um sich das klar zu machen, wollen wir uns überlegen, dass das V1-Pfeil im Schwerpunktsystem sichtlich gilt. Das V1-Pfeil im Schwerpunktsystem, in dem befinden wir uns jetzt, das V1-Pfeil im Schwerpunktsystem ist ja nichts anderes als die Relativgeschwindigkeit relativ zu diesem ruhenden Schwerpunkt da hier. Das ist die Relativgeschwindigkeit relativ zu dem Schwerpunkt. Ist Relativgeschwindigkeit relativ zum Schwerpunkt. Weil der Schwerpunkt ja ruht in diesem Schwerpunktsystem. Daher ist also die Geschwindigkeit relativ zu dem Schwerpunktsystem auch gleich der Geschwindigkeit relativ zum Schwerpunkt. Selbstverständlich. Die Relativgeschwindigkeit relativ zum Schwerpunkt. Ja, und das bedeutet natürlich generell, dass wir sagen können, dass das V1-Pfeil im Schwerpunktsystem auch gleich sein wird jetzt, wenn wir uns das jetzt übersetzt denken ins Laborsystem, der Geschwindigkeit V1-Pfeil im Laborsystem weniger oder minus der Geschwindigkeit des Schwerpunkts im Laborsystem.
die Relativgeschwindigkeit muss in jedem System die gleiche sein. Das ist eine bestimmte Relativgeschwindigkeit. Die Relativgeschwindigkeit im Schwerpunktsystem ist das V1-Pfeil im Schwerpunktsystem. Und wenn man sich dieselbe Relativgeschwindigkeit im Laborsystem ausrechnet, dann ist es natürlich die Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens im Laborsystem minus der Geschwindigkeit des Schwerpunkts im Laborsystem. Das ist eben die Relativgeschwindigkeit berechnet im Rahmen des Laborsystems. Im Rahmen des Schwerpunktsystems, wo der Schwerpunkt ja in Ruhe ist, ist es das schon, so wie ich es da geschrieben habe. Und daraus kann man natürlich sofort die allgemeine Folgerung ziehen, dass also das V1-Pfeil im Laborsystem gleich ist, wenn man das V da hinüberbringt, das V1-Pfeil im Schwerpunktsystem plus das V-Pfeil im Laborsystem. Also die einfallende Geschwindigkeit im Labor ist gleich der einfallenden Geschwindigkeit im Schwerpunkt plus der Geschwindigkeit des Schwerpunktes. Und das gilt stets und daher insbesondere auch für den Fall nach dem Stoß. Da brauche ich nichts dazu schreiben, das hat immer die gleiche Geschwindigkeit. Sie sehen also, dass das die Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens nach dem Stoß, wenn es also da so nach oben davonfliegt, im Laborsystem so zusammenhängt mit der im Schwerpunktsystem. Und das können wir uns jetzt leicht überlegen. Dann nehmen wir hier wieder als waagrechte Richtung diese Richtung des einfallenden Teilchens vor dem Stoß her. Und jetzt tragen wir da einmal auf die Geschwindigkeit nach dem Stoß des einfallenden Teilchens. Das ist das V1 nach dem Stoß im Schwerpunktsystem. Das ist V1 Pfeil 2' im Schwerpunktsystem. Wir addieren die Geschwindigkeit des Schwerpunktes, und zwar relativ zum Laborsystem. Das ist das, um was sich der da im Laborsystem so langsam nach rechts wegbewegt, während das Target ruht und das Einfallende hereinfliegt. Und die Summe der beiden wird jetzt der Vektor V1-Pfeil 2' im Laborsystem sein. Das ist die waagrechte Richtung, die immer in beiden Systemen der Einfallsrichtung entspricht. Und damit sehen Sie jetzt, das ist der Winkel im Schwerpunktsystem, das ist der Winkel im Laborsystem. Immer die Richtung des einfallenden Teilchens nach dem Stoß, relativ zur Richtung des einfallenden Teilchens vor dem Stoß. Das ist das Groß-Theta und das ist das Theta 1 im Laborsystem. Und daraus sehen Sie was Wichtiges. Merken Sie sich das. Der Strahlwinkel im Schwerpunktsystem ist immer größer gleich dem Schwerpunkt im Laborsystem. Das steilt sich mehr auf als das. Ich habe es nicht zufällig hier steil eingetragen als dort. Und warum ist das so? Auch das können Sie sich physikalisch leicht vorstellen. Im Laborsystem ruht ja das Target. Das kommt Ihnen nicht entgegengeflogen. Sie kommen hin, stessen das ein bisschen auf Seiten und fliegen da weiter. Während der gleiche Vorgang jetzt betrachtet aus dem Schwerpunktsystem, da bewegen Sie sich schon langsamer. Und dann kommt Ihnen das noch entgegengeflogen und damit werden Sie stärker abgelenkt aus der Sicht des Massenmittelpunktsystems. Aber aus dieser einfachen Überlegung, entsprechend dieser Beziehung, können Sie das also sofort ablesen. Sie sehen also, damit ist das Theta 1 im Laborsystem
immer kleiner, höchstens gleich dem Theta im Schwerpunktsystem. Theta oder gleich Theta 1 im Schwerpunktsystem. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wie werden denn die beiden miteinander zusammenhängen? Das ist eine Frage, die einige Rechnerei in Anspruch nimmt. Da braucht man insbesondere den Ersatz von der Erhaltung des Impulses und des Drehimpulses, um sich das auszurechnen. Man erhält als Ergebnis für elastische Stöße, das ist meistens in den interessierenden Systemen der Fall, erhält man eine Ableitung dafür, finden Sie an verschiedenen Stellen. Ich habe in mein Buch auch eine Ableitung hineingeschrieben. Den Zusammenhang zwischen den Streuwinkeln. Der Tangens des Winkels Theta 1 im Laborsystem lässt sich darstellen als Sinus von Theta 1 im Schwerpunktsystem durch Cosinus von Theta 1 im Schwerpunktsystem. Na, damit wäre es eine Trivialität und die beiden Winkel müssten gleich sein. Aber da kommt jetzt noch dazu plus M1 durch M2. Es kommt hier bei diesem Zusammenhang wesentlich darauf an, auf das Verhältnis zwischen M1 und M2. Wenn das Target Mass viel weniger Masse hat als, wenn das Target viel größere Masse hat als das einfallende Teilchen, dann kommt da so ein kleines Fliegerl auf eine Bleikugel zu. Dann bewegt sich die sowieso nicht. Dann bleibt der Schwerpunkt eh praktisch, was er ist. Dann stimmen die beiden Systeme de facto überein. Wenn die dagegen gleich sind, ist das schon ein großer Unterschied. Und man kann sich also anschauen, der Zusammenhang ist hier gegeben durch diese Grafik. Sie sehen hier den Streuwinkel im Schwerpunktsystem gegen den Streuwinkel im Laborsystem. Für den Fall, die grüne Kurve, dass die erste Masse ein Fünftel der zweiten Masse ist, ist es ungefähr dasselbe. Aber schon wenn die beiden Massen gleich sind, kommt man überhaupt nur mehr bis auf 90 Grad, gar nicht mehr weiter. Und wenn dann gar das einfallende Teilchen massiver ist, 3 zu 2, als das Target-Teilchen, dann gibt es eine derartige Beziehung. Das heißt, Sie sehen schon deutlich, dass zwischen diesen beiden Streuwinkeln ein ganz wesentlicher Unterschied ist. Wenn Sie also Rechnungen im Schwerpunktsystem durchführen, kommen Sie auf den Streuwinkel im Schwerpunktsystem. Wenn Sie das mit Ihren Experimenten vergleichen wollen, dann müssen Sie auf diesem Schwerpunktswinkel erst transformieren mit Hilfe dieser Transformationsformel auf dem Streuwinkel im Laborsystem. Und da sehen Sie aufgrund dieser Kurven hier doch einen ganz deutlichen Unterschied. Das ist nicht so ein kleine Ergänzung, sondern ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist die Transformationsformel für Streuwinkel. Als letztes heute möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Das Experiment, das ich Ihnen noch gerne heute gezeigt hätte, ist durch die intensive Diskussion jetzt nicht mehr möglich. Das holen wir dann morgen nach, aber wir verschieben es nur. Wäre ja schade drum um so ein schönes Experiment. Aber eine Sache möchte ich noch heute besprechen und bitte unter Umständen um 2 Minuten zusätzlich, weil das wäre ungünstig, wenn wir das nicht in einem durchführen könnten. Nämlich,
Jetzt, wo wir diese Darstellung im Schwerpunktsystem haben, jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen und können das schon Erwähnte, die erwähnte Methode verwenden, um von einem Zweikörpersystem auf ein Einkörpersystem mit reduzierter Masse überzugehen. Wir hatten das vor einer Woche oder so bereits besprochen, bevor wir dann zu den Planetenbewegungen gekommen sind. Man kann formal jedes Zweikörpersystem zurückführen auf die Dynamik eines Einkörperproblems, wobei dann eine reduzierte Masse μ sich bewegt im Feld der Wechselwirkungskräfte und der Ortsvektor dieser reduzierten Masse ist einfach der jetzt schon mehrfach erwähnte Relativvektor. Also wir stellen das dar mit reduzierter Masse. μ, und was war das? M1, M2 durch M1 plus M2. Diese reduzierte Masse bewegt sich also formal, das ist jetzt nicht realistisch, sondern eine formale Darstellung dieses Vorgangs in einer Weise, wo man nur eine Differentialgleichung, nämlich die Bewegungsgleichung für diese eine reduzierte Masse braucht, bewegt sich im Feld der Wechselwirkungskräfte. Und der Relativvektor R1,2, das ist hier der Ortsvektor von dem jeweils gewählten Ursprung aus. Da sei der Ursprung. Wieder distanziert um diese Distanz B, das ist wie vorhin dasselbe, nämlich dieser Impact-Parameter oder Stoßparameter. Distanziert um dieses B tritt jetzt hier die reduzierte Masse ein. Da kommt sie daher, diese reduzierte Masse μ. Und die fliegt jetzt da auf diesen Ursprung zu und wird sich dann so bewegen, dass sie also jetzt einmal zum Beispiel da so herankommt, dann sich so bewegt und dann so hinauf bewegt. Wieder haben Sie hier den Streuwinkel, diesmal für diese reduzierte Masse. Und jetzt werden Sie mich fragen, und was bringt mir das? Das spielt sich ja so in Wirklichkeit gar nicht ab. Denn das hier, wo man auch immer gerade ist, das ist der Relativvektor. R1, 2, Pfeil. Derselbe Relativvektor, den ich hier und schon dort oben eingezeichnet hatte. Der Relativvektor, und der bewegt sich jetzt, während hier gestreut wird, um diesen Streuwinkel, bis er dann letzten Endes da so ins Unendliche zeigt und er kommt auch hier vom Unendlichen. Und das ist jetzt der springende Punkt. Das bitte ich Sie, sich jetzt noch mit mir gemeinsam zu überlegen. Wir hatten ja hier beim Schwerpunktsystem gesehen, dass der Streuwinkel im Schwerpunktsystem gleich ist den Winkel zwischen den Relativvektoren. Na, da handelt es sich ja um dieselben Relativvektoren. Das heißt, es ist hier dieser Winkel auch gleich dem Winkel zwischen den Relativvektoren. Das heißt, der Winkel, der hier auftritt, das ist der Streuwinkel im Schwerpunktsystem, Theta 1 im Schwerpunktsystem. Wenn man also einen Stoß durchrechnen möchte, und das werden wir im Einzelnen nicht durchführen, das hängt insbesondere von der Wechselwirkungskraft hier ab. Die können ja sehr unterschiedlich sein, diese Wechselwirkungskräfte. Dann können Sie sich mit Hilfe des reduzierten Einkörperproblems und der Betrachtung der reduzierten Masse, die sich im Feld dieser Wechselwirkungskraft bewegt, ausrechnen, wie sich diese eine reduzierte Masse bewegen wird. Damit kriegen Sie insbesondere hier den Streuwinkel im Schwerpunktsystem.
Das lässt sich, wenn man das rückrechnet, auf diese Schwerpunktsituation zurückführen. Hier derselbe Relativvektor, aber jetzt geht er nicht immer von der Mitte aus, sondern geht da durch den Massenmittelpunkt durch. Aber seine Richtung bleibt die gleiche. Und wenn Sie dann letztlich in die realistische Situation des Labors zurückkehren wollen, müssen Sie dann noch vom Schwerpunktsystem wieder ins Laborsystem zurückgehen, unter Verwendung dieser Transformationsformel, die ich Ihnen nicht hergeleitet habe, weil das hätte zu lang gedauert, und dann können Sie letztlich vergleichen, was Sie gerechnet haben, unter Annahme einer bestimmten Wechselwirkungskraft mit dem, was Sie messen können. Das ist der Grundgedanke, wie der Rutherford auf die Beobachtung des Atomkerns gekommen ist. Glücklicherweise, man muss immer Glück haben im Leben, waren die Geschwindigkeiten der Alpha-Teilchen klein genug gegen die Lichtgeschwindigkeit, dass man das noch in guter Näherung klassisch rechnen konnte. Damals war man sich noch nicht so im Klaren, das ist erst wenige Jahre nach Einsteins Arbeit gewesen, was das alles für Konsequenzen hat, aber Gott sei Dank hat es keine große Rolle gespielt. Und so hat man aus diesen Messungen dann in eindeutiger Weise die Struktur des Atoms erforschen können. Und das ist es schon der Mühe wert, dass wir uns heute stundenlang angeschaut haben, wie Streuvorgänge funktionieren. Morgen kommt dann noch das zugehörige Experiment, aber ich danke Ihnen für diese intensive Diskussion, Herr Kollege, und bleiben Sie so interessiert an der Physik. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.